Hi. Das Mikro hier ist nur für die Kamera, aber es funktioniert, das haben wir gerade schon getestet. Ich wollte eine Mate holen gehen, habe es gerade gesagt und auf halbem Weg habe ich es schon gekriegt. Danke, Sachs. Genau, Invasion der Roboter, das ist der Titel des Vortrags aktuell, den ich hier mal so eingereicht hatte. Zwischen Industrie und Kultur ist ein weites Feld, Roboter, deshalb haben wir auch die 2 Stunden eingeplant. Ich denke, die werde ich auch füllen können. Also wenn ihr zwischendurch eine Pause braucht oder sonst wie auch immer, gibt's nicht. mein Name, Lars Weiler oder auch Pylon. Und ja, da steht zwar Köln dran, aber ich würde mal sagen, ich komme aus dem Internet. Fast schon eher. Warum Roboter, warum ich das Thema Roboter gewählt habe, es liegt einfach daran, dass ich selber Mechatronik studiert habe, dort auch mit Robotern in Berührung kam. Und es ist eigentlich ein sehr interessantes Feld ist, wenn man mal so schaut, was ich jetzt quasi aktuell noch in dieser Präsentation unterbringen möchte. Es ist viel. Allein schon die Geschichte der Roboter, so die 3 Grundgesetze der Roboter, wo man Roboter heutzutage so findet oder was die Idee dahinter ist, als Diener oder in der Industrie. Wenn ich da sprechen sollte, sagt Bescheid irgendwie. Bei Militär, Einsätze, bei Wissenschaft und Forschung, Selbstbauroboter. Oder auch in der Popkultur, filmische Darstellung von den Robotern, beziehungsweise auch Filme in Richtung Apokalypse hinein, wie man so ein bisschen kennt, so Invasion der Roboter, um zum Schluss dann auch die Roboterethik dann noch anzusprechen. Zur Geschichte. So der erste, ja, ich möchte nicht sagen Einsatz, aber das erste Mal, dass so ein Roboter irgendwann mal in der Geschichte erwähnt wurde oder die Grundidee dahinter, das war ja in der Mythologie der Golem. Das ist aus, das heißt eigentlich nur, Golem heißt, erwecke unbelebte Materie zum Leben. Das heißt, aus Erde geschaffen, ein Monstrum, ein menschenähnliches Gebilde, was zum Diener dem Menschen sein soll. Das Ganze entstammt so ja, der Zahlenmystik aus der Kabbala. Das ist so ja, im Grunde die Grundordnung des, kann man es am besten ausdrücken, jüdisch-christlichen Glaubens so ungefähr. Geht noch ein bisschen weiter zurück, geht auch so ein bisschen noch ins Indische rein. Im Grunde so ja, indogermanisch fast schon Grundordnung dahinter. Ist ein bisschen Zahlenmystik dabei und Golem wurde so im 12. Jahrhundert das erste Mal erwähnt. Das bekannteste Beispiel kennt man aus der Literatur, wo halt Rabbi Löw erwähnt wurde, der in Prag diesen Golem geschaffen hatte. Das ist aber eher dann so 17. bis 18. Jahrhundert rum. Dann gab es etwas später, 1738, die mechanische Ente von Jacques de Vaucanson. Das ist ja nicht wirklich ein Roboter, das ist eher Automatentechnik. Der hat ja halt so die Feinmechanik immer besser wurde, Uhrmacherwerk immer interessanter wurde. Ich meine, so 1738, das war halt so die Zeit, wo auch diese herrlichen großen Turmuhren gebaut wurden, mit Anzeigen noch, wie Planeten gerade stehen und so weiter. Und der hat so eine mechanische Ente gebaut. Das ist, wie man so ein bisschen hier sieht, ein Gebilde, was rumwatscheln konnte. Und was zusätzlich noch einen kompletten Verdauungstrakt hatte. Es sind so 400 Einzelteile, die zusammengesetzt wurden. Man konnte diese Ente auch füttern. Und die hat dann so ein Sekret produziert, was sie auch hinterher wieder ausgeschieden hat. Hat schon funktioniert. Es gibt leider keine Ente, die erhalten geblieben ist. Man hat aber eine nachgebaut. Die stehen in irgendwelchen Museen jetzt auch aktuell noch rum. Aber es funktionierte schon, 1738. Das ist schon eine sehr interessante Technik dafür. Ja. Wie sie angetrieben wurden, wie sie gewatschelt ist. Federmechanik. Das heißt, wie in so einem Uhrwerk, dass du die aufziehen konntest und dann hat die halt gewisse Energie geladen gehabt für eine Zeit lang. Meine Batterien gab es dann auch nicht so der Zeit. Konnte dann durch die Gegend latschen. Das sieht man hier unten so ein bisschen. Die kippt auch einfach um. Ja, doch kein Gleichgewicht. Das ging, irgendwie hat das geschafft. Interessantes Gebilde auf jeden Fall.
Anderes Beispiel aus der Geschichte, Frankenstein ist jetzt in diesem Fall das Filmplakat von Boris Karloff, das ich glaube am meisten bekannt ist. Die Geschichte selber geht aber auf einen Roman von Mary Shelley zurück aus dem Jahr 1818, den sie so einen Sommer über einfach mal geschrieben hatte. Die Dame war zu der Zeit 19 Jahre alt und hat es auch unter einem anderen Namen veröffentlicht, weil Frauen, die Literatur schreiben im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts, war noch nicht so der Fall gewesen. Und dementsprechend hat sie es auch unter männlichen Namen damals veröffentlicht gehabt. Idee dahinter ist halt, ja, wie wir es alle kennen im Grunde, dieses Monster, was durch einen Blitzschlag, durch Elektrizität zum Leben errufen wurde, eigentlich als Diener dienen sollte, aber sich dann auch gegen andere Menschen aufgerichtet hatte. Ist halt zusammengepuzzelt worden aus menschlichen Einzelteilen und durch die Gegend gelaufen. Aber der Begriff Roboter, den gab es zu der Zeit noch nicht, der ist etwas später erst entstanden, im Jahr 20, in dem Schauspiel von Karel, wie schrieb ich das aus, tschechisch, Čapek, vermutlich. R.U.R. hieß dieses Schauspiel, Roswell's Universal Roboter, und es ist auch so ein Maschinenmensch. Jetzt nicht unbedingt wie Frankenstein, sondern halt ja eine Maschine, wie so diese Ente, die durch die Gegend geht und selber agieren kann. Das Wort Roboter selber stammt aus dem Slawischen, Roboter, und heißt ja Arbeiter oder auch Fronarbeit. Man kennt es heute auch noch Russisch oder auch glaub, Polnisch ist es auch noch üblich, Roboter halt für Arbeit zu verwenden. Also harte Arbeit im Grunde, nicht ganz normale Arbeit. Ich denke, was ein bisschen beispielhaft ist, ist dieses Video, was ihr sicherlich alle kennt, zumindest den Sound kennt ihr. Das ist aus dem März 1978. Kraftwerk natürlich. Roboter. War so mit einer der ersten Filmauftritte, die sie wieder hatten, im ZDF gewesen. Interessant ist aber eigentlich so diese Bühnenpräsenz, dass sie sich selber als Roboter darstellen. Sehr harte Mimik. Auch vom Tanzstil her, wenn man das ganze Video anschaut, das ist dann eher, ja, erinnert so ein bisschen an so einen Robot Dance Contest. Das Bild sagt aber auch ganz viel aus, dass Roboter natürlich offen oder heutzutage eigentlich eher auf den hinteren Plätzen landen. Aber was auch gerade schon im Video drin vorkam, waren diese zwei Wörter. Jatvoj Sluger, Jatvoj Robotnik, was heißt, ich bin dein Diener, ich bin dein Arbeiter. Also zum einen zu sehen, Diener ist eher so etwas, was im Haushalt steht und den Haushalt vereinfacht, und auf der anderen Seite Arbeiter ist dann mehr so Richtung Industrie. Und ich denke, da haben sich auch die Roboter hin entwickelt. Das sehen wir gleich noch, da habe ich noch ein paar Beispiele zu. Ja, die Soundtechnik, hier gibt es leider keinen guten Sound irgendwie in diesen Räumen. Wahrscheinlich werde ich gleich auch gekillt, weil ich das Licht ausgemacht habe, weil mich nicht mehr so gut sieht auf dem Stream, aber sei es drum, dafür seht ihr hier mehr. Ich hoffe, das reicht. Also ich werde zwischendurch mal lauter, leiser machen, dann kriegen wir es schon hin. Isaac Asimov. Ich denke, das ist die Person, die am meisten den Begriff Roboter geprägt hat. Wer hat noch nicht von Asimov gehört? Sehr gut. Keiner. Der hat mit 22, also im Jahr 1942, die Kurzgeschichte Runaround geschrieben, in der den Begriff Robotik generell geprägt hat, also Robotik, die Wissenschaft über Roboter, was heute auch noch ja ein ganzes Feld ist, ein ganzes Wissenschaftsfeld. Oder ich meine, ich habe selber zum Beispiel Vorlesungen im Fach Robotik gehabt und Asimov war auch der Erste, der drin genannt wurde, faszinierenderweise. Also es gehört zusammen. Man kann Roboter nicht irgendwie mit der Literatur in diesem Fall trennen. Asimov selber hat halt sonst sehr viel in Richtung Science Fiction geschrieben. Sind ganze Romanbände, Stapel entstanden, die so 20.000 Jahre im Grunde von jetzt an spielen. Sehr viel mit Robotern zu tun haben. Er hat auch,
viele ethische Sachen besprochen dabei. Das sehen wir zum Schluss noch ein bisschen, wenn wir auf die Roboterethik zu sprechen kommen. Sehr berühmt von ihm ist die Geschichte I, Robot aus dem Jahr 1950, in der drei Gesetze geschrieben hatte über Roboter oder was Roboter sind, was Roboter ausmachen. Im Englischen heißt es einfach The Three Laws of Robotic oder The Three Laws oder einfach nur Three Laws. Ganz simpel. Und findet man auch in sehr vielen anderen Büchern noch oder in sehr vielen Filmen, wo darauf zurückgegriffen wird. Die Gesetze heißen zum Ersten, das erste Gesetz der Robotik. Kennt ihr, oder? Ein Roboter darf kein menschliches Wesen, in Klammern wissentlich, verletzen oder durch Untätigkeit gestatten, dass einem menschlichen Wesen, in Klammern wissentlich, Schaden zugefügt wird. Das Wissentliche ist später hinzugefügt worden. Ursprünglich stand es nicht drin, aber es heißt einfach nur, Roboter darf keinen Menschen verletzen. Das sehen wir heute immer noch ganz oft, selbst in der Industrie. Roboter dürfen keinen Menschen verletzen, dürfen nicht irgendwo drauf losgehen. Das ist immer noch so diese Grundlage dabei. Zweite Gesetz. Ein Roboter muss den von ihm, von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen. Es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren. Das heißt, mein Roboter muss mein Diener sein. Nicht nur dieser Arbeiter, sondern dieser Diener auch, der meine Befehle entgegennehmen muss. Aber ich darf meinen Roboter nicht dazu anweisen, einen anderen Menschen zu verletzen. Beziehungsweise, wenn ich es tue, muss dieser Roboter diese Regel ignorieren. Und das dritte Gesetz der Robotik heißt, ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. Das heißt, ein Roboter soll schauen, dass er sich selber beschützt, aber im Zweifel muss er sich aufgeben, um keinen Menschen zu verletzen oder den Befehlen nicht gehorchen zu können. Später wurde noch ein weiteres Gesetz hinzugefügt. Man sieht ja, die sind so aufeinander aufgebaut, 1, 2 und 3. Und es wurde noch ein nulltes Gesetz hinzugefügt, was über den anderen Gesetzen steht. Das Gesetz heißt, ein Roboter darf die Menschheit nicht verletzen oder durch Passivität zulassen, dass die Menschheit zu Schaden kommt. Das ist insbesondere in dem Buch I, Robot auch passiert, dass halt die Roboter sich gegen die Menschheit aufgelehnt haben, Menschen verletzt haben, weil Menschen selber diese Menschheit missachtet haben. Und da wurde dann dieses nullte Gesetz hinzugefügt, damit Roboter die Menschheit schützen. Es wurde dann auch ganz besonders genannt in den Büchern auch von Asimov weiterhin, der Aufbruch zum Stern und das galaktische Imperium. Die Konsequenz daraus ist ganz einfach, Menschheit an sich ist wichtiger als ein einzelner Mensch. Das heißt, ein einzelner Mensch kann verletzt werden, aber die Menschheit an sich muss weiter bestehen. Das heißt, Roboter dürfen die Menschheit nicht auslöschen. Kleiner Randeffekt, ich weiß nicht, ihr kennt so euch auch im Netz aus, und da gibt es ja diese schöne Datei robots.txt. Habt ihr die mal von Lars.fm angeschaut? Ich meine, gut, ist das, ich glaube, das bekannteste Beispiel gibt es ja schon noch ganz oft woanders. Die drei Regeln, disallow harm humans, disallow ignoring human orders und disallow harm to self, sind dort auch noch mit aufgelistet, sind es natürlich eigentlich Verzeichnisse, aber ich fand schon irgendwie ganz nett, dass sie sowas mit reingebracht haben. Und so Easter Eggs findet man immer wieder. Ich habe noch ein paar eingebaut, werdet ihr bestimmt gleich noch ein paar sehen. Ich komme jetzt mal zu dem Punkt der Roboter als Diener, wie gerade auch schon bei Kraftwerk angesprochen. Troy Slugger, ich bin ein Diener. Und was wir uns eigentlich alle darunter vorstellen, ist, ich denke mal, so etwas hier. Meet the world's first humanoid robot. It's called AR, or assistant robot. Everyday tasks like picking up the breakfast tray and depositing it in the sink go smoothly for AR because of the technique which enables it to recognize and locate three-dimensional objects. And take laundry. The robot maid can find a dirty shirt, throw it into the washing machine, and press those all-important rinse and spin buttons. Ja,
der Roboter, der im Haushalt hilft, uns die Arbeit abnimmt, die wir alle keinen Bock haben, aufräumen, Wäsche waschen, sonst wie auch immer. Und damit auch die Menschheit entlastet. Das heißt, dass kein Mensch mehr für diese niederen Arbeiten etwas tun muss, sondern dass Maschinen es machen, die sich einfach nicht beschweren können. Anderes Beispiel, ich meine, den kann sich, glaube ich, kaum einer leisten, ist auch Wissenschaftsstudie, mal wieder von Japanern, wie üblich. Aber was viele von euch sicherlich kennen, ist dieses kleine Gerät hier, der Roomba, ein Staubsaugerroboter, der durch die Gegend fährt. Übrigens, die Firma, die es herstellt, iRobot, natürlich auf Asimov wieder bezogen. Das ist so ein Teil im Einsatz, ist nicht besonders groß, kann aber auch die Ecken säubern, da wo sonst kein Mensch hinkommt. Und findet auch selber seine Ladestation wieder, wo er Strom kriegt. Dummerweise den Staubbeutel muss man nur noch selber auswechseln. Auch interessant, die Viecher mögen die Teile auch ganz gerne und haben ihnen Spaß dabei. Ja. Ja, teurer Botny, ich bin dein Arbeiter, der Roboter in der Industrie. Das ist wirklich so ein bisschen eher der theoretische Teil irgendwie des Vortrags. Denn habt ihr euch schon mal die Richtlinien rausgesucht, wie ein Roboter definiert ist in Deutschland? VDI-Richtlinie 2860? Ich weiß nicht, aus welchem Jahr es ist. Ich meine, aus den 60ern ist die. Aber definiert ziemlich gut, was ein Roboter ist. Zumindest in Deutschland. Industrieroboter sind universell einsetzbare Bewegungsautomaten. Automaten, denk an die Ente. Mit mehreren Achsen, deren Bewegungen hinsichtlich Bewegungsfolge und Wegen bzw. Winkeln frei, das heißt ohne mechanischen Eingriff, programmierbar und gegebenenfalls sensorgeführt sind. Sie sind mit Greifern, Werkzeugen oder anderen Fertigungsmitteln ausrüstbar und können Handhabungs- und oder Fertigungsaufgaben ausführen. Wichtige Sachen sind dabei mehrere Achsen, frei programmierbar, möglicherweise sensorgeführt und sie haben Werkzeuge dran, womit sie Handhabungs- und Fertigungsaufgaben ausführen können. Das kann man sich mal so ein bisschen vorstellen, passt ein MakerBot da rein, so ein 3D-Drucker, ist das ein Roboter? Du schüttelst den Kopf, warum nicht? Weil der MakerBot nicht mehrere Achsen hat. Der MakerBot hat 3 Achsen. Also MakerBot würde schon da reinpassen, weil er ist sensorgeführt sogar, er hat ein paar Sensoren mit dran. Manche zumindest, nicht alle. Aber er hat auch ein Werkzeug mit dran, dieses Druckwerkzeug, mit dem man halt 3D drucken kann. Also MakerBot ist im Grunde schon ein Roboter. Er ist auch frei programmierbar. Kennt ihr noch die Furbies so aus den 90ern, diese komischen Viecher? Ist das ein Roboter? Die haben kein Werkzeug, ja. Sind die frei programmierbar? Ich glaube mittlerweile schon. Die sind gehackt worden, die Viecher. Aber haben die mehrere Achsen, auf denen sie sich bewegen können? Eher nicht. Also sie können mit den Ohren wackeln, den Mund offen zumachen, die Augen klimpern, aber mehr auch nicht. Also ein Roboter ist es nicht, es ist ein Spielzeug, es ist ein Automat, aber es ist kein Roboter. Es geht in diesem Fall um Industrieroboter, ja genau, richtig. Industrieroboter nach deutscher Norm. Deutsche Normen sind natürlich auch wieder Vorlagen für internationale Normen. Es gibt die ISO 8373, die beschreibt einen Roboter als ein automatically controlled, reprogrammable, multipurpose manipulator. Programmable in 3 or more axes, or which may be either fixed in place or mobile for use in industrial automation applications. Ist um einiges kürzer als die deutsche. Sind noch ein paar Unterschiede drin. Beispielsweise, hier werden mindestens 3 Achsen vorgegeben. Ein deutscher Industrieroboter kann auch auf 2 Achsen laufen. Da steht ja nur mehrere Achsen. Mehrere heißt mindestens 2. In diesem Fall mindestens 3 Achsen. Was aber auch hier nicht angegeben ist, dass die Geräte Werkzeuge oder Sensoren dran haben, sondern es steht nur dran, dass sie für Industrial Automation Applications verwendet werden. Also ist um einiges kürzer gefasst, aber immer noch sehr ähnlich zu der deutschen Norm.
Jetzt schaut man mal ein bisschen zu den Japanern hin, die haben Roboterklassen definiert. Die so ein bisschen ja, aufeinander aufbauen oder von dem Schwierigkeitsgrad sind. Zum einen Römisch 1 in diesem Fall, der Manual Manipulator. Das ist im Grunde nichts anderes als ein Gerät, was so ein bisschen hin und her fährt und irgendwas machen kann. Bei uns wären das Automaten noch, das wären noch keine Roboter. Der Fixed Sequence Robot, das ist ein Gerät, was man einmal programmiert und der es auch immer wieder abfährt. Also eine fixe Sequenz. Wäre auch nach deutschem Maßstab kein Roboter, er ist nicht frei programmierbar. Der Variable Sequence Robot wäre schon eher ein Roboter. Das heißt, dass er auch sich anpassen kann. Wenn er zum Beispiel Sensoren dran hat und irgendwas misst, dass er dann halt anders verfährt beispielsweise. Dann gibt es den Playback-Roboter. Playback heißt, man lehrt ihn einmal, wie er sich bewegen soll und er spielt es dann hinterher wieder ab. Ist aber frei programmierbar, weil ich kann ihn ja wieder neu lehren. Der Numerical Control Robot ist, ja, Numerical Control, NC, wir kennen es im Deutschen eher aus dieser Maschinentechnik, CNC beispielsweise, dass er ja durch Zahlen im Grunde selber verfahren kann. Und da gibt es die sechste Klasse, die höchste Klasse, wo man auch die meisten japanischen Roboter herkennt, das sind die Intelligent Robots. So laufende, wackelnde, sonst was auch immer Geräte, wie wir vorhin gesehen haben, diese Haushaltskraft, die dann mal den Tisch abräumt und die Wäsche wegräumt. Frage an euch, wo denkt ihr, wurden als erstes Industrieroboter eingesetzt und in welchem Jahr? Nach der deutschen Definition. In der Weberei? Bitte? In einer Weberei? In einer Weberei, denkst du, die Computertechnik herstammt. Ah, nee, nicht ganz. Also wir sprechen von diesem Jahrhundert, wir sprechen auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Da wurden als erstes Geräte gebaut, die man heutzutage als Industrieroboter schon bezeichnet. Bergbau vielleicht? Bei? Bergbau vielleicht? Im Bergbau? Es hat mit... Die sind nicht frei programmierbar, sagt okay, im Bergbau nicht ganz, aber es hat mit Stoffen zu tun, ja. Okay, ich löse auf. Kernkraft. 1951 konstruiert, um mit radioaktivem Material Versuche durchführen zu können. Das war dann doch für die Menschen schon ein bisschen zu gefährlich. Da hat man dann ein Gerät programmiert oder gebaut und programmiert, mit dem man die radioaktiven Stoffe durch die Gegend verfahren kann. Das war 1951 in Deutschland und 1954 gab es dann ein Patent für einen anderen Roboter in den USA. Also es ist so fast nahezu zeitgleiche Entwicklung gewesen. Das waren so die ersten Geräte, die man als Roboter bezeichnen konnte. Kommen wir zur Roboterkunde. Das ist auch noch so ein bisschen theoretisch. Gehe ich auch schnell durch. Was macht ein Roboter aus? Zwei Punkte. Oder wie beschreibt man Roboter eher? Zwei Sachen. Das sind einmal die Freiheitsgrade und zum anderen der Arbeitsbereich. Freiheitsgrade heißt eigentlich nur, in welche Richtung er sich bewegen kann. Man kennt es ja so vom Auto, was ja im Grunde vorwärts, rückwärts und mal seitwärts fahren kann. Ein Flugzeug hat ein paar mehr Freiheitsgrade, das kann natürlich vorwärts, rückwärts. Ja, der Hubschrauber eher vielleicht. Kann auch seitwärts, so um die Kurve rum. Kann hoch, runter. Kann sich drehen in diese Achse, kann sich auf der Achse drehen. Das sind so sechs Freiheitsgrade. Und das sagt man oder beschreibt man bei den Robotern im Grunde auch. Es gibt halt Freiheitsgrade nach vorne, nach oben, nach unten, nach hinten und so weiter. Und durch die Anzahl der Freiheitsgrade und auch die Möglichkeit, wie sie sich bewegen können, wird auch der Arbeitsraum definiert. Diesen Bild steht erst verschiebene Bewegung. Also translatorische Bewegung, das heißt Bewegung auf einer Achse. Und D steht für drehende Bewegung, rotatorische Bewegungen, also Bewegung um einen Punkt herum. Dementsprechend hat man auch so verschiedene Arbeitsräume. Der erste Roboter, der hat halt ja nur translatorische Bewegungen. Der baut so einen Kubus auf, wo er sich drin bewegen kann. Und die nächsten sind dann halt irgendwo noch mit drehenden Sachen drin. Da hat man eher so kugelförmige Gebilde, wo sie arbeiten können. Die verschiedenen Klassen von Robotern, ja,
gehe ich mal kurz durch. Es gibt zum einen Gelenkarmroboter. Ich denke mal, das ist so das, was man am meisten kennt, diese Industrieroboter. Deutschland am meisten bekannt, die Firma KUKA auch, die halt große Geräte herstellt. Das ist irgend so ein Titan von denen. Ich glaube, 1,7 Tonnen wiegt. Der kann 2,5 Tonnen heben oder irgendwas in die Richtung oder andersrum. Auf jeden Fall ein riesiges Gerät. Das sind in der Regel 5- oder 6-Achs-Roboter. Also alles Rotationsachsen. Die haben keine translatorischen Achsen, sondern die drehen sich immer nur um Punkte rum. Sieht man hier, das sind die verschiedenen Achsen. Die Pfeile heißen jetzt nicht, in welche Richtung die sich bewegen, sondern eher diese drehenden Pfeile sind in dieser Folie eher interessanter. Das heißt, mit 6 Achsen kann man im Grunde jeden Punkt im Raum erreichen. Ziemlich genau, sehr genau. Es gibt auch 7-Achs-Roboter, die haben den Vorteil, dadurch, das ist kein 7-Achs, aber kurz dazu, 7-Achs-Roboter haben den Vorteil, die können ein Gelenk ersetzen quasi. Das heißt, die können einen Punkt im Raum anfahren und können sich selber verfahren, um zum Beispiel für die nächste Bewegung in einer besseren Ausgangsposition zu sein. Aber das Arbeitsgerät bleibt an derselben Stelle stehen. So, wenn ich den Arm so ein bisschen hin und her bewege, wäre das ungefähr eine 7-Achs-Roboter, der das machen könnte. Ja, ist auch nochmal so der Arbeitsbereich. Wie komme ich komplett rum? Ganz rumdrehen ist meist etwas schwierig. Da sind Kabelbäume drin und irgendwann, irgendwann verheddern die sich. Deshalb haben die halt auch nur einen bestimmten begrenzten Einsatzbereich. Andere Gelenkarmroboter ist dieses Gerät. Das ist ein Dualarmroboter. Das heißt, er hat 2x7 Achsen an den Seiten plus nochmal eine Rotationsachse in der Mitte. Und das ist dann eher so das Modell, was wir vorhin gesehen haben mit dieser Diener im Haushalt. Dass die sind darauf aufbauend. Das ist dann auch schon wieder menschlicher Oberkörper letzten Endes. Dann gibt es als Gelenkarmroboter noch die SCARA. Das ist eines der ersten entwickelten Modelle. Die haben in der Regel 2 bis 3 Gelenkachsen und nochmal eine translatorische Achse. In diesem Fall sitzt die vorne dran. Damit kann er hoch und runter fahren und durch die Gelenke kommt er dann auch zu vielen Punkten im Raum. Kann man auch andersrum aufbauen, dass man die translatorische Achse hinten anbringt und vorne halt nur die Gelenkachsen. Und dann gibt es Pelletierroboter, das sind solche Gebilde, meist auch auf Gelenkarmrotern aufbauend. Relativ simples Modell dann auch, aber zeigt schon ein bisschen, dass die ja frei programmierbar sind, auch durch die Sensoren erkennen, wie viele Boxen drauf sind und das entsprechend dann für die Anwendung umsetzen. Dann gibt es die Portalroboter, die bewegen sich auf 3 Achsen, 3 translatorischen Achsen, X, Y, Z-Achsen in diesem Fall natürlich, und hat nochmal, ja, vorne der Greifarm, der kann sich auch nochmal drehen, muss aber nicht unbedingt sein, fährt halt über das Objekt drüber hinweg, also wie so ein Portal, wie so ein Kran, mehr auch nicht. Interessanter ist eigentlich so ein Hexapod. Das ist eine bewegliche Arbeitsfläche in diesem Fall. Wir haben hier unten 6 Hexa-Stützen, die diese Arbeitsfläche bewegen können. Damit können wir auch alle möglichen Punkte im Raum erreichen. Das ist ein Werbevideo von irgendeiner Firma. Ich weiß nicht, ob das Satire ist oder nicht. Das Werbevideo ist einfach nur so krude. Ich zeige es euch am besten. Mentioned in this short video is the new HXP-100 Hexapod from Newport Corporation. Hexapods are 6-degree of freedom motion devices with X, Y, Z, yaw, pitch, and roll axes. The HXP Hexapod is affordable, easy to use, robust, and with many differentiating features, some of which will be shown in this video. After unpacking, lift the HXP-100 Hexapod using the supply straps. These straps were designed to provide ergonomic and balanced handling of the Hexapod. The HXP-100 Hexapod comes with controller, power cable, Ethernet crossover, and straight cables.
Setup is as simple as connecting the motor cables to the respective axes. Connecting the crossover Ethernet cable to the host and the PC. And typing in the web address of the HXP controller. To log in, use administrator as the user and password. To generate moves from the front panel, begin by initializing and homing the HXP 100. Relative and absolute moves for each axis can be made via the tool or work coordinate menus. The location of the work and tool coordinate systems can be changed using the commands available in the terminal window. One of the differentiating features of the Newport HXP Hexapod is the ability to move in the two coordinate systems, tool and work, or pivot points. Let's start with a motion in the tool coordinate system, and then move in the work coordinate system. Another differentiating feature of the Newport HXP Hexapod is the ability to issue TCL, pronounced tickle, commands found in the terminal mode. TCL is a powerful programming language to execute move commands or configuration commands like changing the locations of the coordinate systems. Scripts can also be generated with this utility. The HXP 100 is affordable, easy to use, and robust, suitable for alignment, inspection, or other complex positioning applications. Visit us at www.newport.com to find out more about the HXP 100 Hexapod. Yeah. Tickle. Interessanter finde ich eigentlich Hexapods, die Österreicher Studenten gebaut haben. Die haben dort irgendwie so wohl einmal im Jahr so eine kleine Show, wo sie ihre Hexapods demonstrieren, wie sie tanzen können. Das fand ich eigentlich schon ganz nett gemacht. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Sprich, auch wieder 6 Füße, Plattform kann sich bewegen, aber finde ich nett von der Umsetzung her. Und ich denke, es ist ein gutes studentisches Projekt auch. Man sieht, die sind auch ausgelasert teilweise. Das heißt, man hat auch wieder einen anderen Roboter verwendet, um die herzustellen, so diesen Laser halt. Noch ein Modell, Delta-Roboter. Sieht man ganz selten, aber total interessantes Modell, dieses Teil. Ich hoffe, das Mikro nimmt es mit, aber ansonsten egal, für euch ist es interessanter. Es sind im Grunde nur Trapeze hier vorne dran und ist eine Arbeitsplattform, ähnlich wie beim Hexapod. Und oben werden die Trapeze bewegt. Der hat noch Staubsauger dran gebaut und kann diese Eier damit jetzt durch die Gegend fahren. Und es hat einen relativ großen Arbeitsbereich dafür. Und ist sehr genau. Und Selbstbau. Faszinierend. Sollte man irgendwie mal bauen. Was macht ein Roboter noch aus? Wir haben gesehen, zum einen Handhabungsgeräte dran, zum anderen gibt es Sensoren. Kurz mal aufgelistet, ganz schnell. Dann kommen wieder interessantere Sachen. Roboter kann greifen, schneiden, sägen, fräsen, schweißen, fügen, kleben, falzen, lasern, messen, lackieren. Das sind so die Handhabungsgeräte, womit er was machen kann. Und Sensoren in der Regel, ja, Ortsbestimmung, Längen auch messen, Beschleunigung messen, Temperatur, Feuchtigkeit, Helligkeit, Druck, Schall. Wahrscheinlich kommt in Zukunft noch mehr dazu, wenn wir irgendwelche anderen Sachen aufnehmen können, elektronisch verarbeiten können. Aber das sind so grundsätzlich die Sachen, was ein Roboter machen kann. Jetzt kommt so der scary Part. Der erste. Roboter beim Militär. Wo wird es natürlich gerne eingesetzt? Minensucher. Gibt so ein Biest hier, vorne Handhabungsgerät dran, mehrere Gelenke auch wieder. Die Firma, die dort am Arm dran steht, heißt iRobot. Das heißt, jeder, der einen Roomba kauft, unterstützt gleichzeitig die Militärindustrie. Viel Spaß. Weil die stellen auch mehrere andere Militärroboter noch her. Das ist nur so ein Beispiel daraus. Aber wie effektiv sie sind, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich genauso effektiv wie der Roomba. Versucht dort irgendeine Rampe hochzufahren. Es versucht. Irgendwann schafft er es auch. Nach 2 Minuten.
Aber so lange warten wir nicht. Also der braucht nochmal 3-4 Anläufe, bis er hochkommt. Die Treppe kommt er jetzt gar nicht runter. Also Top-Gerät. Faszinierender finde ich das Gerät. Ich denke mal, das habt ihr auch schon mal gesehen. Big Dog. Dieses Rauschen, was ihr hört, sind die Motoren da drauf. Das Ding läuft mit Gasmotoren. Es kann sich selber ausrichten. Also es sind Verbrennungsmotoren da drauf, sind mehrere Gyros dran, weiß, wie er jetzt sich irgendwo hinstellt. Und ist halt hauptsächlich dafür gedacht gewesen oder entwickelt worden für einen Lastentransport im schwergängigen Gelände. Wir sehen es gerade durch den Schneelatschen. Militär hat ja so ein Problem, oder früher gab es ja diese Esel-Maultier-Fraktion, die damit durch die Gegend gerannt sind. Tiere haben ganz tolle Eigenschaft. Wenn Gefahr kommt, wenn die Gefahr wittern, hören die auf zu laufen. Esel oder Maultiere. Ist ein bisschen blöd, man kommt da nicht weiter. Dementsprechend wurden jetzt halt Geräte entwickelt, die keine Gefühle haben, keine Sensoren für Gefahr, sondern die einfach weitergehen. Eisfläche da unten. Allein die Bewegung, die ist schon echt. Ich finde es scary, weil es sieht so natürlich aus. Also von den Beinen her, die reagieren sehr schnell, nicht wie man so von irgendwelchen Produktvideos kennt von japanischen Firmen, wo die Roboter sehr langsam durch die Gegend gehen, wo die eher stakeln. Das sieht sehr smooth schon aus und sehr schnell. Die Berechnung, die dahinter läuft. Ich meine, das Teil hat umgerechnet, wiegt da 100 Kilo und kann 150 Kilo zuladen. Das ist nicht ohne. Das ist so ein bisschen im Versuchslabor. Stakelige Bewegungen. Ja, geht noch ein bisschen nach Video. Ich denke mal, irgendwo, ja, hier schwergängiges Gelände halt rüberhüpft. Ich versuche mal ein bisschen vorzuspulen. Lauf vorwärts und lasse eine Stelle aus. Sehr exakt. Nicht schlecht. Lustig fand ich auch das. Ich glaube, da würde sich unser Staat freuen, dieses Gerät zu haben. Es kann sich einfach mal so einen Baum hochschlingern. Ja, was ein bisschen schade ist, ist noch nicht komplett autark, hat noch eine Nabelschnur dran. Aber ich denke mal, in diesen Jahren, wenn die Stromversorgung besser wird, so kleine Atomkraftwerke da drin oder sowas in der Richtung, dann kann das Kabel auch mal verschwinden. Aber ich stellt euch Laternenfälle, Regen, Rinnen oder sonst was vor, einfach mal hochachseln lassen, Bäume natürlich auch und den Nachbarn in den Garten schauen. Ist natürlich für Spionage einsetzen beim Militär eigentlich ganz interessant. Aber besser Wissenschaft und Forschung, so nahezu Militär dran, aber dann doch eher zivile Einsatzzwecke. Ich denke mal, den kennt ihr, den Smartbird von Festo. Deutsche Entwicklung, ein Vogel, komplett Robotik, fliegt für sich selbst, autark auch, ist eine ganz neue Entwicklung, wurde jetzt erst möglich, dadurch, dass neue Materialien entdeckt wurden, die sehr leicht sind, sehr robust, aber auch flexibel, also neue Stähle beispielsweise, und kleine Motoren bzw. Servos halt verbaut werden konnten. Hier habe ich so ein Video, wie so ein Roboter mal lernt. Man nehme einen Pfannkuchen oder sowas in der Art mit Sensoren, bringe ihm einmal bei, wie er das Ding wendet, und dann soll er es selber können. Schwierigkeit ist dabei, diesen Arm nachzuführen. Ne? Wenn ihr so einen Pfannkuchen hochwerft, ihr habt ja so ein motorisch so diese Nachführung des Arms dabei. Das dauert ein bisschen. Schon besser, aber ja, Motion Tracking im Hintergrund noch. Wird schon, ne? Und so nach 50 Mal probieren, schafft das.
Ich vermute mal, 50 Mal probieren ist durchaus schneller, als mancher Mensch da braucht. Also, Roboter, die mit Pfannen agieren, haben wir gleich noch was zu, werde ich euch nochmal Bescheid geben. Den kennt ihr auch, ne? Quadcopter, die Tennis spielen. Haben die Schweizer mal wieder was Tolles gebaut? ETH Zürich. Er kennt automatisch, wo der Ball ist und ja, bringt entsprechende Kraft auf, um es dann halt hin und her zu schleudern. Klappt aber schon extrem gut, muss ich sagen. Jo. Naja. Was man auch mit Robotern machen kann, Industrieroboter, die halt, ja, das Video ist ein bisschen älter, wie man schon sieht, ne? Also von der Auflösung her. Aber aus der Idee heraus sind tatsächlich jetzt Einsatzzwecke für das Vergnügungspark gekommen. Das heißt, ich war erstaunt, dass KUKA auf der Webseite irgendwie auch eine ganze Rubrik hat, Roboter für Vergnügungspark. Park ist im Grunde nichts anderes als diese Gelenkarmroboter mit einem Stuhl drauf montiert und man lässt sich mal ein bisschen durch die Gegend schleudern. Man braucht schon sehr viel Vertrauen. Man weiß auch nicht, ob Industrieroboter die drei Gesetze beherrschen. Das ist natürlich so ein Einsatz gewesen, Industrieroboter, Vergnügungspark, wird aber auch in der Forschung eingesetzt beim DLR. Das ist ein 7-Achs-Roboter, also 6 Gelenkachsen plus unten nochmal eine verfahrbare Achse. Der wird für einen Flugsimulator verwendet. Der Vorteil dabei ist, dadurch, dass man ja, sich bewegt in diesem Teil und auch mal komplett frei sich bewegen kann, können auch Kräfte, also die Kräfte, die beim Fliegen auf Menschen wirken, simuliert werden. Kennt das alle? Kinderspielplatz, Karussell, draufstellen, andütschen und irgendwie hat man sehr starke Kräfte nach draußen auch. Und was mit den Teilen eher geht, als mit diesen großen Flugsimulatoren, sind solche Manöver wie dieses Immelmann-Manöver. Das heißt, wir fliegen einen halben Looping, halten uns auf den Kopf und drehen uns dann erst um. Interessant ist der Roboter links übrigens. Ich würde ja gerne mal in so einem Teil drin sitzen. Wissenschaft und Forschung. Roboter waren übrigens die ersten auf dem Mars. Also zumindest, wie wir es wissen. Vielleicht kennt ihr den oder die. Sind ja zwei so Brüdermodelle. Spirit zum einen. Ist auf dem Mars gelandet am 4. Januar 2004. Und vor einem Monat ist ja, die Funkverbindung mit dem eingestellt worden. Und dann gibt es noch den zweiten Opportunity, ist ein paar Wochen später gelandet und fährt immer noch auf dem Mars rum. Die Dinger sind einfach nur, ja, das sind die Geräte, ich glaube, die in der Weltraumwissenschaft sehr viele Erwartungen gesprengt haben. Von der Größe her, das ist 1,6 Meter lang und 1,5 Meter hoch, wiegt 185 Kilo. Innen drin ist ein komplettes Laboratorium. Die Idee war, dass er halt durch die Gegend fährt, ein paar Bilder macht und mit so einem Löffelarm vorne mal ein paar Gesteinsproben aufnimmt, im Laboratorium halt mal durchkocht und zu gucken, was in den Steinen drin ist. Vor allen Dingen sollte auch mal nachgießen werden, ob irgendwie Wasser auf dem Mars ist. Mit Spirit gab es seit März 2010 keine Funkverbindung mehr. Da war so ein Marswinter gewesen, das heißt, die Sonne kommt da nur sehr schwer durch. Und vermutlich sind die Batterien danach nicht mehr aufgeladen gewesen oder stark genug aufgeladen gewesen. Und man hat dann halt jetzt im Mai gesagt, diesen Jahres, dass man Kontaktaufnahme mit dem beendet, mit Spirit. Kann sein, dass er noch funktioniert, dass er auf dem Mars noch rumsteht. Stehen tut er eh schon seit 2009, der hat sich irgendwo festgefahren und hat dann nur so als stationäre Arbeitsplattform gearbeitet.
Aber es war ursprünglich nur geplant, die Teile 90 Tage einzusetzen. Und Spirit ist über 6 Jahre gefahren und Opportunity heizt immer noch durch die Gegend. Es waren 3 Kilometer geplant, die zurücklegen können. Spirit hat 7.730 Meter geschafft und Opportunity hat vor 2 Wochen 30 Kilometer geschafft. 30 Kilometer auf dem Mars durch die Gegend, also das ist nicht ohne. Das sind schon saugeniale Geräte. Ja? Wie schnell könnt ihr fahren? 100 Meter pro Tag. Also die Geschwindigkeit sind 100 Meter pro Tag. Nicht viel, aber es hat ausgereicht. Ich meine, man hat ja Zeit, ne? Wissenschaft und Forschung, eigentlich ein Kinderspielzeug. Aibo, ich glaube, der ist schon 10 Jahre alt oder so. Ich glaube, wird doch nicht mehr hergestellt. Von, wer hat die gebaut gehabt? War das? Sony. Sony war das, genau, richtig, Sony. Kleiner Hund, der irgendwie durch die Gegend dackeln kann und mit Ohren klappern und Schwänzchen wedeln, hat eine Kamera drin, kann Leute erkennen, frei programmierbar dementsprechend, auf mehreren Achsen auch, also eigentlich ein Roboter schon, wo das japanische Roboterklasse 6 ist im Grunde. Deutsche Industrieroboterklasse erfüllt es nicht ganz. Aber für Wissenschaft und Forschung war es interessant, weil man damit dann auch mal Fußball spielen konnte. Gab es eine eigene Klasse dafür, Hunde, mechanische Hunde, die irgendwelchen Bällen hinterher rennen. Aber Roboterfußball ist generell so ein Feld, das ja viel Beachtung findet. Das ist eine humanoide Klasse, das heißt, das sind, ja, wie groß sind die Dinger, so hüfthoch ungefähr. 2 Beine, rennen damit durch die Gegend, anstatt wie früher, dass man so staubsaugerähnliche Geräte hatte, die dann den Ballen hinterherfetzen, die gibt es zwar auch noch. Man sieht aber, es ist noch sehr langsam. Die sind auch noch sehr genau. Finden auch immer das Tor. Und legen sich so viel Zeug, dass sie ständig hinfallen. Aber ich möchte nicht wissen, was da an Technik und an Forschung drin steht. Bastelt jemand von euch irgendwie an Robotern rum? Hat da jemand Kontakte zu? Weil ich weiß, dass aus diesen Kreisen du baust an. Ah, bei den Freiburgern, okay. Das war gerade die Umstellung, also von sinnvollen Banden, die man wirklich mit Laserscanner erkennt, auf die diese Walzen umgestellt haben, die man echt nicht mehr von den beiden der Zuschauer unterscheiden kann. Okay, ja, ist halt einiges, denke ich mal, was man da irgendwie einsetzen muss. Vor allen Dingen Zuschauer sollten nicht irgendwie orangefarbene Kleidung tragen, sonst rennen die Roboter halt darauf zu und so. Kommt noch. Dann kommen wir auch schon in diesem Bereich rein, Do-it-yourself-Roboter. Ich denke mal, wo vielleicht auch einige von euch schon damals irgendwie Spaß mit hatten, die Gerätschaften, Firma Lego. Früher hieß es Mindstorms, heute heißt es NXT. Ist ein Setup aus ja, so einem Hauptcontroller, an dem man Aktoren und Sensoren anschließen kann. Gibt diverse halt irgendwie Motoren oder Pumpen, glaube ich, auch noch irgendwo. Und Sensoren sind halt Hallsensoren, also auch Entfernungssensoren, Lichtsensoren und Drucksensoren, also Schalter im Grunde. Man kann auch eigene Sensoren bauen, ist gar nicht mehr so schwer. Ich habe es mal für Mindstorms gemacht, einen Beschleunigungssensor angeschlossen, der in diesem Fall aber halt eher ein Winkelsensor war, also geschaut hatte, welchen Winkel das Gerät gerade in Bezug auf die Erdbeschleunigung hat, also die Senkrechte nach unten. Mit NXT ist es einfacher. Bei Mindstorms waren es damals noch 2 Kabel da drin und die wurden halt gepulst angesprochen. Bei NXT haben wir inzwischen 4 Kabel. Das heißt, ich muss nicht irgendwie Strom zwischenspeichern und währenddessen dann halt oder nach ein paar Millisekunden dann immer wieder den Strom abschalten, puffern und die Daten zurücksenden. Bei Mindstorms kann ich das jederzeit machen. Ist ein bisschen einfacher geworden vom Aufbau her. Einfach ist auch die Programmierung von den Geräten. Kindergerecht, sieht auch so ein bisschen wie LabVIEW. Optische oder grafische Programmierung. Ich habe Module, die ich zusammenschiebe. Wer es etwas ansprechender mag, es gibt auch C-kompatible Programmiersprachen dafür, mit denen man arbeiten kann. Sind schon recht weit, also kann man viel Spaß mit haben, auf jeden Fall. Guter Einstieg. Lohnt sich vor allen Dingen für Projekte in euren lokalen Clubs oder so, Jugendprojekte, kann man sowas ganz gut mitmachen. Dann gibt es die Quadcopter. Ich habe jetzt hier, glaube ich, keinen gesehen, nur andere Hubschrauber, die vorhin durch die Gegend geflogen sind. Auch, ja,
Robotik, doch schon, hat mehrere Achsen auch. Industrierobotik würde ich es nicht nennen. Aber es ist intelligent genug, um autark fliegen zu können. Da kann man doch sehr viel mitmachen, ist auch noch ein weites Feld, was man ja bespielen kann. Ich denke, so im Camp sehen wir wieder einige Quadcopter oder noch mehr Copter durch die Gegend fliegen. Dann haben wir den von vorhin oder den vorhin schon besprochenen MakerBot. Our goal is to make manufacturing for the masses, for people's desktops. So this is like the Model T. This is the Gutenberg press. Okay. Of 3D printing. Also 3D-Drucker, mit dem man Geräte erstellen kann, Industrieroboter auch. Der Typ im Hintergrund, Bree Pettis, vielleicht habt ihr ihn schon kennengelernt, war auf diversen Kongressen auf dem Camp auch. Der hat das vor vier Jahren ungefähr entworfen und die Massen reingebracht. Das war so der erste 3D-Printer, der einfach mal die Masse erreicht hat, weil er halt relativ günstig war, mit dem man viel auch selber herstellen konnte. Es gab natürlich schon 3D-Printer vorher, aber das war alles dann so Industriezeugs. Sauteuer, kaum bezahlbar für... Es war aber echt noch teuer und das ist halt so mehr selbst basteln und erweitern können. Das ist vor allem ein ganz großer Vorteil. Da kann man auch selber viele Sensoren anschließen und es einfach besser machen. Interessant finde ich dabei eigentlich den Ansatz vom RepRap, dass die sich selber replizieren können. Das heißt, ich kann mit einem RepRap, das ist ein ähnliches Produkt, nicht wie der MakerBot, aber halt auch so frei. Ich kann damit Teile bauen, um mir den nächsten zu bauen. Oder ich kann Ersatzteile bauen. Also das Erste, was man auch macht, wenn man RepRap hat, ist erstmal Ersatzteile produzieren, für den Fall, dass mal was kaputt geht. Und diese auf Halde legt. Oder man baut dann noch mehr und braucht dann nur ein paar Kleinigkeiten, die man zusätzlich holt. Ja gut, ich kann jetzt nicht unbedingt Schrauben drucken oder irgendwelche Gewindestangen. Das ist noch ein bisschen zu kompliziert dafür, vor allem aus Metall, das geht noch nicht so ganz. Das heißt, ich brauche noch ein paar weitere zusätzliche Teile, auch Elektronik, um die dann komplett zusammenzubauen, aber es geht schon in die richtige Richtung. Und es wird auch daran gearbeitet, dass halt auch Elektronik und so weiter damit ausgedruckt werden kann. Wer weiß, wo wir in Zukunft stehen? Roboter im Keller, die sich selbst produzieren, irgendwann kommen wir nach unten im Keller wieder und haben auf einmal so eine Armee da rumstehen oder so. Wäre interessant. Roboter in der Popkultur. Kennt ihr das? Nein, ich werde es jetzt nicht anschmeißen. Robot Unicorn Attack, eigentlich ein Spiel hat mit Robotern nicht viel zu tun, außer dass es da irgend so ein Unicorn ist, was durch die Gegend rennt, Regenbogenfarben versprüht und komische Musik spielt. Naja, Popkultur. Die sind viel interessanter. Es ist, wie wir schon oben links in der Ecke sehen, Aperture Science oder Laboratories in diesem Fall, bekannt aus diversen Computerspielen, insbesondere Portal. Das ist ein Trailer für Portal 2. Und ich kann nur eins dazu sagen, achtet auf die Pfanne. Hey, John here. Fact. The key to any successful cooperative test is trust. And as our data clearly shows, humans cannot be trusted. The solution? Robots. Then party guys make those robots and build better robots. Then run those robots through a regimen of trust exercises, creating a foundation of mutual respect, reinforced by the simulated bonds of artificial friendship. Inspiring stuff. And finally, we put that trust to the test. Bam! Robots gave us 6 extra seconds of cooperation. Good job, boss. Hey, Johnson, we're done here. Ich fand's einfach klasse. Humans cannot be trusted. Ja. Die Pfanne habt ihr auch gesehen, ne? Gut. Popkultur. Popkultur denken viele eher da dran. Musik, die sich anhört, als wenn sie von Robotern gemacht wurde, die treten auch immer so auf. Daft Punk, die Franzosen. Ich meine, ne? Roboter auftreten, Robot Dancing hat man vorhin schon von Kraftwerk gesehen. Ist ja alles ziemlich ähnlich. Mashups. Popkultur heißt aber auch, was machen wir mit ausgedienten oder depressiven Robotern? Und da gibt es so ein ganzes Feld, die sich damit beschäftigen, Cocktailroboter zu bauen. Das ist so, ja, der Abschiebebahnhof für Roboter.
Das Faszinierende ist aber, da kann man verdammt viel mitmachen. Habt ihr schon mal von der Robo-Exotica gehört? Also nicht Robo-Exotica, sondern Robo-Exotica. Es ist eine Veranstaltung in Österreich, Wien genau gesagt. Und die setzt sich mit dem philosophischen Niveau, also die Veranstaltung setzt sich auf philosophischem Niveau mit Technologie-Hypes, Wissenschaftsläufigkeit, Technik, Soziologie und der historischen Veränderung von Technikpräsentation und Vermarktung auseinander. Das heißt, dieses Verhältnis von Mensch und Maschine wird da drin sehr stark gezeigt oder bei dieser Veranstaltung. Und das Ganze machen die über Cocktailroboter. Die haben die Auszeichnung in 5 Kategorien oder in diesem Fall sogar 6, weil die 6. ist noch dazugekommen. Ganz klar, Serving Drinks, das ist so der Klassiker für Roboter, einfach nur Drinks irgendwie auf den Tisch stellen. Pardon. Mixing Drinks, selber die Drinks zusammenzumischen im richtigen Verhältnis. Conversation. Roboter, die hinter den Tresen stehen und einfach, ne, dieses typische Kneipen-Klientel kommt rein, mir ist schlecht heute und mal die Welt erklären und so weiter. Fire and Smoke ist Zigaretten oder Tabak anbieten und anzünden, also typisches Barverhalten auch, mit Feuerzeugen agieren oder Feuersteinen oder sonst wie auch immer. Other sind halt nochmal so zusätzliche Kategorien oder zusätzliche Bereiche und es wurde noch eine zusätzliche Kategorie eingeführt, nachdem es 2009 mal ein Desaster gab, Most Wasted Alcohol. Das Desaster 2009 war, es wurde ein Cocktailroboter gebaut, der in einem Zementmischer sich befand. Das heißt, man hat einen Zementmischer genommen, Wodka und Orangensaft reingefüllt. Dieses Mal gut durchrühren lassen. Man hat so eine schöne Bank davor hingestellt, auf der man sich drauflegen konnte. Und es wurde dieser Zementmischer genommen und entsprechend dann halt mal so eingefüllt. Das noch manuell. Der Roboter bestand im Grunde eigentlich nur daraus, dass gemischt wurde. Dummerweise wurde nach dem Einfüllen vergessen, die Arretierung des Zementmischers wieder festzustellen. Und so wurden mal mehrere hundert Euro Getränk in einem Schub über die Person, die gerade da drunter lag, verschüttet. Most Wasted Alcohol. Die nächste Robo-Exotica findet im Dezember statt, 1. bis 4. Dezember in Wien. Und sowas könnt ihr dort erleben. Let's have a look. Alright, it's time to dance, to pump and time to dance, to bitches. Österreicher. Was der Roboter gesagt hat. Hey, this is the Kamala Piano. It dates back to Emperor of Austria. And the basic idea is to press the keys and compose your own trick. Oh, ja, ich hoffe, wir haben auf dem Camp irgendwelche Barroboter da. Also ich würde mich gerne mit einem unterhalten. Ich glaube, ich muss zu Robo-Exotica auch mal hin. War ich immer von euch schon mal dort? Zufälligerweise? Nee, okay, schade. Wo wir jetzt schon im kulturellen Teil angekommen sind, also wo Roboter in der Kultur dargestellt werden, einbezogen werden, die filmische Darstellung von Robotern. Wo habt ihr als erstes Roboter gesehen, in welchem Film? Metropolis. Wow.
Wow. Metropolis. Stummfilm von Fritz Lang aus dem Jahr 1927. Das Faszinierende an dem Film ist, es wird ein Android da drin geschaffen, also so ein bisschen Frankenstein-Schema, so durch Elektrizität Materie zum Leben erwecken. Und der erste oder das erste Android, ich weiß nicht, ist Android, ist das männlich, weiblich, sächlich? Ich würde es sächlich nennen, ne? Also das erste Android war eine Frau übrigens. Und es zeigt sehr gut dieses Verhältnis zwischen Maschine, Mensch und Roboter auf. Also vor allen Dingen damals noch in dieser Industriekultur, die in den 20er Jahren bestand, die der Film verarbeitet. Metropolis, Schwarz-Weiß-Film, Stummfilm, ursprünglich mal über 2 Stunden lang gewesen, fand das Publikum aber ziemlich schlecht, wurde auf 1,5 Stunden runtergekürzt. Das war dann so die Fassung, die viele nur kannten. Dadurch ist der Film sehr verfälscht gewesen. Und das hat man vor ein paar Jahren zufälligerweise noch alte Filmkopien entdeckt, irgendwo in Buenos Aires, glaube ich, war das. Und hat diese wieder aufgearbeitet und wieder zu einer Fassung zusammengebracht, die ungefähr dem Original entspricht. Sprich, knapp 2 Stunden, etwas über 2 Stunden war das, oder ist es jetzt? Ist letztes Jahr uraufgeführt worden, also uraufgeführt in Anführungsstrichen, 80 Jahre später, über 80 Jahre später, wieder mit der Original-Orchestermusik oder so weit, wie man es herstellen konnte. Also Stummfilm ja, aber es gab halt Orchestermusik drunter, die dazu passt. Ich glaube März letzten Jahres, März 2010 wurde es dann aufgeführt und ist im Mai diesen Jahres wieder in die Kinos reingekommen. Wer den Film nicht gesehen hat, unbedingt tun. Unbedingt anschauen. Oder lief letzte Woche sogar? Okay, also wir haben es damals bei uns im Kölner Club halt hingesetzt. Ich fand es sehr faszinierend. Wir haben es hingesetzt, haben irgendwie Arte eingeschaltet. Das war der einzige Sender, der sowas überträgt. Und haben diese 2 Stunden durchgeschaut. Ich fand es faszinierend. Wir saßen mit mehreren Nerds da rum. Obwohl es Stummfilm ist, hat keiner geredet. Und es ist auch keiner rausgegangen, um mal Mark zu holen oder sonst was. Er war so fesselnd, der Film. Das ist jetzt der Trailer für die aktuelle Version. Kulissen, kennt ihr vielleicht auch sowas, ein Musikvideo von Queen, Radio Gaga, da sind die auch mit drin. Und die wurden später nochmal wieder verwendet, auch in einem anderen Film von Fritz Lang, M. Hat weniger mit Roboter zu tun, aber es war einer der ersten Tonfilme und M kann ich auch nur empfehlen. Also wieder Buchstabe M, sollte man sich anschauen. Aber Roboter, ich denke mal, viele von euch denken eher an diese Kollegen hier. Star Wars, C3PO und R2D2. Man sieht die irgendwie überall. Den fand ich am niedlichsten. So einen kleinen Stoff R2D2. Bitte? Aber wer Star Wars sagt, muss auch Star Trek sagen. Da ist der sehr bekannt drin. Are you ready? Borg. I am the Borg.
that is a contradiction. The Borg have a collective consciousness. There are no individuals. I am the beginning, the end, the one who is many. Ja, Star Trek, zum einen der Androide auf der rechten Seite, Data, und zum anderen die Borg auf der linken Seite, halt der Feind, wie man es so schön mal ausdrückt, und beides Wesen, die, ja, die Borg waren mal humanoid, die anderen wollen es sein, und irgendwie mit Robotern in Verbindung stehen, also selbst agierende Wesen. Das ist natürlich das Thema Android wieder, also Android, dieser menschenähnliche Roboter, der agieren kann und sich auch verhält wie ein Mensch. Aber wo wir gerade so ein bisschen so in diesen 70er, 80er, 90er Vergangenheiten sind, kennt ihr den noch? War das ein Kinderfilm? Ich bin mir heutzutage nicht so ganz sicher. Von 1986 ist halt auch so wieder Frankenstein-Schema, ne? Roboter, der vom Blitz getroffen wurde und dadurch ein Eigenleben entwickelt. Ganz große Ähnlichkeiten hat der. Eigentlich hat er so Ähnlichkeiten zu diesem Teil, was auch auf dem Mars war, ne? Oder ist. So ein bisschen so, ne? Binokular und sowas. Ne? Findet nicht? Ich finde schon. So also ein bisschen. Oder vielleicht mehr Ähnlichkeit zu dem hier. Wally. Da bin ich nicht sicher, ob das ein Kinderfilm ist. Also ganz ehrlich nicht. Halt so ein kleiner Aufräumroboter. Die Menschen haben die Erde schon längst verlassen, haben Roboter gebaut, die eigentlich aufräumen sollten. Und jetzt irgendwie der letzte Übergebliebene, der noch auf der Erde rumhängt und dort kleine Würfelchen formt und auftürmt. Hat auch ein gewisses Eigenleben entwickelt, dadurch, dass er so einen Defekt auf der Platine hatte. Und macht einfach diesen ganzen Charme aus. Also es ist auch wieder so dieses typische, ja, Schema, was man halt in anderen Filmen ja auch wieder sieht, so Nummer 5 lebt irgendwie defekt auf der Platine oder Blitz getroffen in diesem Fall eher und wird dadurch mehr menschlicher. Dann gibt es Roboter, die nicht ganz so menschlich sind, sondern eher die so eine gewisse Apokalypse hervorrufen. Und so einer der ersten Filme, die das dargestellt haben, war The Day the Earth Stood Still aus dem Jahr 1951. Na, wie heißt der? Roboter heißt Gord. Kommt halt auch aus dem Weltall irgendwo her. Was interessant ist, also 1951 schießt schon mit Laserstrahlen durch die Gegend. Laser ist erst 10 Jahre später entwickelt worden. Der ganze Film ist aber eigentlich ein Antikriegsfilm und hat dazu aufgerufen, Atomwaffen abzurüsten. Berühmtestes Zitat aus dem Film ist das hier. Clato Borada Nicto, was so viel aussagt wie, oder das ist ein Codewort gewesen, was diesen Roboter... Latu.
Also ein Codewort oder ein Stopwort, was den Roboter dazu bringen sollte, nicht die Erde zu zerstören. Das heißt, wenn ihm diese Worte gesagt wurden, dass er aufhört, die Menschheit und damit auch die Erde zu vernichten. Findet man sehr, sehr viel, sehr häufig in anderen Filmen, in anderer Literatur oder auch in eurem Webbrowser. Habt ihr schon mal in Firefox eingetippt? About Robots, Clato Barada Nicto, heißt die Seite. Welcome humans, we have come to visit you in peace and with goodwill. Robots may not injure human being or through inaction allow a human being to come to harm. Three laws. Robots have seen things your people wouldn't believe. Kommen wir später nochmal drauf zurück. Robots are your plastic pal who's fun to be with. Das ist halt, ne, Spielzeugkrams. Ich weiß jetzt nicht, worauf... Anhalter war das, ne? Ah, danke. Sehr gut. Steht in der Enzyklopädie Galactica. Wahrscheinlich unter dem... Robots. Unter Robots. Gut. Enzyklopädie Galactica aus dem Anhalter der Galaxis unter Robots. Sehr gut. Danke. Robots have shiny metal posteriors which should not be bitten. Futurama, genau. And they have a plan. Battlestar Galactica, oh gut. Nettes Easter Egg. Aber Roboter, wir sahen ja bei der Apokalypse, Roboter, die die Welt zerstören oder die Menschheit oder sonst wie auch immer. Ja, ja. Und sie laufen unter C64-Code, ja. Ja, Originaltrailer waren damals nicht so ganz actionreich geladen. Da gibt es eher so einen anderen Trailer, ich glaube 2007 war der jetzt her. Ne, 2004. Film I, Robot. Der auch auf dem Buch von Isaac Asimov aufsetzt und das Problem hat, dass die drei Regeln nicht aussagen, dass die Menschheit beschützt werden soll an sich. Ich glaube, in diesen 30 Sekunden haben wir schon alle gute Szenen des Films gesehen. Andere Apokalypse, jetzt nicht durch Roboter direkt so, sondern eher durch andere Viecher, Nanobots. Karlsruhe anwesend? Warte schon mal in Tropia, Clubraum, da hängt so ein Schildchen vorne dran. Remember, only you can prevent Grey Goo. Never release Nanobots Assemblers with Auto-Replication Limiting Code. Sonst haben wir nämlich dieses Problem, wir gehen in den Keller und finden auf einmal ganz viele andere Maker-Bots da unten wieder drin vor, die oder irgendwelche anderen Rap-Raps, die sich selbst produziert haben. Nanobots halt als kleine Viecher, die ja durch die Gegend rennen. Vor ein paar Wochen gab es dann den dazu. Den XKCD mit Nanobots, wo die Erde halt von denen übersiedelt oder umsiedelt wird und irgendwann stoppen die. Problem, die haben den kompletten IPv6-Namensraum, Adressraum aufgenutzt. Und erst das hat irgendwie Nanobots von der weiteren Replikation abgehalten. Ich fand den super. Zeigt halt sehr viel zu diesem Grey Goo halt. Also so ein Apokalypse-Schema auch, ne? Roboter, die sich selbst replizieren und sich selbst neu bauen oder auch selbst besser bauen. Ich meine, wie werden heutzutage Roboter gebaut? Durch Roboter. Und die werden auch immer kleiner, immer besser, immer filigraner.
Und irgendwann kommen wir auch zu Nanobots hin. Das Ganze geht jetzt so ein bisschen in die nächste Ecke rein. Die Roboterethik, auch so die letzte Ecke, die ich jetzt nur anschneiden möchte. Ich denke mal, was danach auch ein bisschen Diskussionsbedarf dann hervorruft. Und da gab es einen Film, der sehr stark mit dieser Frage gespielt hat, brauchen Roboter eine Lebenszeitbegrenzung? Na? Welcher? 100 Jahre? Bitte? 100 Jahre? Ich habe es nicht verstanden. Der 100 Jahre Mann? Der 100 Jahre Mann? Nee, in diesem Fall nicht. Ich denke eher an Blade Runner. Attack ships on fire off the shore of the light. I watch scenes glitter in the dark with 10 hours a day. All those moments will be lost in time. Like tears. Das ist ein Android der Nexus 6 Generation, die auf die äußeren Planeten oder äußeren Bereiche halt ausgesiedelt wurden. Es gab aber eine Regel, Androiden durften nicht zurück auf die Erde. Wenn sie es machen, oder dürften generell die Erde nicht betreten, wenn sie es machen, werden die von diesen sogenannten Blade Runnern verfolgt. Harrison Ford, genau. Der Wachsmensch aus Star Wars, der ist halt einer von diesen Blade Runnern und hat diesen Roboter verfolgt, diesen Android verfolgt. Und das ist so die Abschlussszene von diesem Android, wo er halt seine Lebenszeitbegrenzung von 6 Jahren gerade aufbraucht. Und in dem Film geht es eigentlich nur darum, er will halt weiter leben. Er will länger leben. Versucht, seinen Erschaffer zu finden, seinen Vater im Grunde genommen. Und es ist halt so die letzte Szene, wo er halt diese letzten Worte sagt, so, I've seen things you people wouldn't believe, was wir gerade vorhin auch schon den Firefox Easter Egg da gesehen haben. Das Ganze basiert eigentlich auf der Kurzgeschichte von Philip K. Dick, auch so ein Science-Fiction-Autor, aus dem Jahr 1968, To Android's Dream of Electric Sheep. Electric Sheep kennt vielleicht ein paar von euch als Bildschirmschoner, der so lustige Bilderchen zusammenrechnet, während der Bildschirm geschont wird, aber der Rechner nicht. Ist also die Frage dabei, so können Androiden auch träumen? Und natürlich die andere Frage, wie wir gerade schon hatten, benötigen Roboter eine Lebenszeitbeschränkung? Also müssen die halt bestimmte Beschränkungen eingebaut haben, damit sie abgeschaltet werden und auch vielleicht Platz machen für eine nächste Generation oder sich selbst abschalten, um ja, die Menschen nicht einzuengen? Mit der ersten Frage, ob Androiden auch träumen, gibt es noch so einen anderen Film, der auch noch eine zweite Frage aufwirft. AI aus dem Jahr 98 oder nee, 2000, glaube ich, war der. Ist ursprünglich von der Idee, ist der von Stanley Kubrick. Der hat ihn aber noch zu Lebzeiten abgegeben an Steven Spielberg, der ihn dann produziert hat. Und es geht halt um Android, der ein 11-jähriger Junge ist und ja eine Familie mit aufgenommen wird. Aber die Familie kommt hinterher nicht damit klar und setzt ihn dann halt aus, weil sie können ihn einfach nicht zerstören. Und setzt ihn aus und er ist halt auf der Suche ja nach Leben, also dieses Pinocchio-Schema im Grunde, dass er leben möchte als Mensch. Eine Frage, die gerade gesagt schon ist halt, wovon träumen Androiden? Und da war auch die Frage, ob dieser Android träumen kann. Und die andere ist, können Androiden lieben? Oder können wir Menschen Androiden lieben auch? In die andere Richtung. Wie ist das, eine Maschine zu lieben?
sind so ethische Fragen, Roboterethik, nicht ganz einfach, aber sind Dinge, über die wir uns durchaus Gedanken machen müssen oder sollten in den nächsten Jahren. Kennt ihr die? Futurama? Die drei Mafia-Verbrecher-Roboter? Da ist auch die Frage, was machen wir mit den Robotern, die Verbrechen begehen? Wie gehen wir mit denen um? Ab ins Gefängnis? Zerstören? Umprogrammieren? Hilft das was? Oder ist das schon irgendwie ein Bruch der drei Gesetze? Nicht einfach. Das sind auch so Fragen, wie auch die nächste Frage, die Asimov auch schon in seinen Büchern niedergeschrieben hat. Dürfen Roboter wählen gehen? Ich meine, irgendwann Roboter, die auch so ein Mitglied unserer Gesellschaft sind, warum sollten die nicht wählen gehen dürfen? Die andere Frage ist aber auch, dürfen Roboter gewählt werden? Gibt es sehr, sehr gute Bücher von Asimov auch dazu? Oder Kurzgeschichten in diesem Fall eher, wie damit umgegangen wird oder wie man damit umgehen könnte. Und das sind halt so Ideen, die schon in den 50er, 60er Jahren entwickelt wurden. Lohnt sich einfach nur mal da reinzuschauen. Und die letzte Frage, die ich sehr spannend finde, ist, wenn so ein Roboter sich immer mehr durch organische Materialien ersetzt, was ja durchaus sein kann, dass halt einfach unsere Technik, Medizin immer besser wird, dass dann halt ein paar Bauteile, Arme, sonst wie auch immer, auch ein bisschen durch organische Sachen ersetzt werden, wird er dann irgendwann zum Menschen? Da wäre auch die umgekehrte Richtung ganz interessant. Wenn man immer mehr Körperteile durch künstliche Alternativen ersetzt, wann ist man nicht mehr Mensch? Also die umgekehrte Richtung, wenn ein Mensch Körperteile durch künstliche ersetzt, also ich benutze mal diesen Begriff Cyborg, im Gegensatz zum Android, ob er dann irgendwann zum Roboter wird? Psyche, sagtest du gerade? Oder? Ja. Wie wirkt sich das auf die Psyche aus? Also man sieht, es sind nur Teilaspekte so dieser Roboterethik. Ich denke mal, da gibt es noch, oder nicht nur ich denke, es gibt tatsächlich noch ganz große Fragen, ganz viele Fragen, die in den nächsten Jahren vermutlich immer mehr Diskussion benötigen. Ich denke, wir werden es noch miterleben, dass tatsächlich diese Haushaltsroboter zum Standard werden. Dass wir uns so einen Teil leisten können, was dann diese niederen Arbeiten abnimmt und die Menschheit davon befreit. Und das sind halt so die Frage, wie wir damit umgehen. Aber ich denke, die können wir heute und hier jetzt auch nicht beantworten. Aber halt es mal im Hinterkopf. Und ich denke mal auch durchaus noch Anlass zu weiteren Diskussionen. Gern auch nachher noch draußen, unten, sonst wo auch immer. Soweit von meiner Seite. Ich sehe hier aber noch so einen Roboter im Publikum rumstehen. Du hast einen mitgebracht. Läuft noch nicht, sagst du? Nee, ich hoffe, es auf CD und CD-Laufwerk hat dieses neue Teil nicht mehr. Ah, ja, das ist ein anderes Problem der Computertechnik, da können Roboter auch nichts dran ändern. Wahrscheinlich unten im Hackcenter hast du es wahrscheinlich gleich noch irgendwo stehen, ne? Also, der Bock hat so mit so einem, was ist das? 3-Achs, 4-Achs, 4-Achs oder 5-Achs schon? 4-Achs, 4-Achs Spielzeug. Kleines Spielzeug mit Greifarm zum durch die Gegend greifen, okay. Hat sonst noch jemand Roboter mitgebracht? Habt ihr noch keinen?
Außer der Küche so ein Geschirrreinigungsroboter? Geschirrreinigungsroboter? Ja, und wir haben was Feines. Okay. Habt ihr noch Fragen generell zum Thema an sich? Wie sieht es mit der Akzeptanz aus von Robotern? Weil, soweit ich das weiß, gibt es da zum Beispiel zwischen Europa und Asien Gefälle, dass zum Beispiel Roboter bei den Postwelt hier in Europa, vielleicht sogar insbesondere in Deutschland, eher nicht so akzeptiert sind wie in Japan zum Beispiel, wo sie dann quasi alle hinterher auf ein Roboterspielzeug, was ganz Übliches ist. Also die Akzeptanz von Robotern, die unterschiedlich ist. Also hier geht es um die Haushaltssachen, also nicht nur also Haushaltsdiener-Roboter. Da können die Leute ja dann auch die BWL-Leute auf die Zahlen gucken, ja. Die brauchen nicht mehr so viele Leute einstellen, Roboter kommen. Mhm. Aber für halt das Leben unter Menschen sozusagen, weil der Industrieroboter steht ja in der Halle, ist der Arbeitsplatz, aber wenn die in den Lebensraum einbringen, wie sieht das dann mit der Akzeptanz aus? Und gibt es da vielleicht schon in den letzten 20 Jahren Veränderungen? Ich denke schon, also Veränderungen dahingehend, dass auch hier in Deutschland die Akzeptanz besser ist, jetzt nicht nur wie in Japan, wo es halt diese iBots gab oder, das habe ich letztens noch gesehen, eine komische Robbe, die für alte Leute eingesetzt wird, damit sie halt im Altenheim doch mal einen Partner haben, den sie mal knuddeln können, so eine Robbe, naja, so ein Plüschvieh halt irgendwie, soll auch irgendwie reagieren können. Aber ich denke, so durch Spielzeug wird es besser, weil halt, wenn du dich als Kind schon daran gewöhnst, so einen Roboter zu haben, dann fällt es dir später auch leichter, einen auch im Haushalt einsetzen zu können oder auf der Straße halt einzusehen, dass das, die Akzeptanz einfach da ist. Aber du hast recht, hier Deutschland vor allen Dingen ist auch sehr, ja, sehr kritisch gegenüber Robotern oder Geräten, Maschinen in freier Wildbahn. Sind ja eher Portalroboter, ne? Hochregallagergeräte oder? Das ist schon ein Roboter, der fährt durch die Gänge, dann statt in Baumärkten sind ja die Menschen, die mit mir kommunizieren wollen. Ist dann ein Roboter, der kann ich sagen, ich suche weiße Wandfarbe, der fährt dann vor mir und sagt mir, echt? In welchem Baumarkt hast du das gesehen? Ja, in der Vögel, ich weiß nicht, ich das war ein deutscher Baumarkt. Okay, also es gibt so einen, der schon hat, interessant. Zu erklären, was du willst, damit er dir sagen kann, wie es heißt. Ja, im Endeffekt war es so ein Touchscreen, auf dem man brauchen kann. Ja, gut, okay. Sag dir nur, in welchem Regal es ist. Ja. Von allen Fällen ist eigentlich das richtige Stichwort, demografische Entwicklung. Also, wir laufen in viele Probleme rein. Wir können einen Haushaltsroboter haben, der wenigstens mal ein Tier bringt oder so. Ja, das ist unter Umständen. Also die Roboter als Diener für den Pflegedienst, also dass er mal den Tee vorbeibringt, sagst du, was uns dann, ja, so eine technische Lösung für ein demografisches Problem. Um es mal so zusammenzufassen, ich bin es mal so frei. Ja? Wir ersetzen Zivildienstleistungen durch Roboter, ja. Ich meine, das sind genau halt diese, wie vorhin sagte, niedere Aufgaben, die kein Mensch machen möchte, aber die gemacht werden müssen. Und die durch Roboter zu ersetzen, ja. Viel schlimmer ist eigentlich nicht, dass es niemand machen möchte, sondern dass es nicht ausreichend bezahlt wird, als dass die Leute, die es machen würden, sich leisten können, das zu machen. Aber nur deswegen. Ja, ja, nee, aber es ist ein durchaus berechtigter Einwand. Und Roboter beschweren sich ja nicht. Ich meine, das sind ja Geräte, die jederzeit durcharbeiten, ohne irgendwie einen Aufstand zu machen, ohne irgendwie für mehr Geld auf die Straße zu gehen. Vielleicht könnte Frankreich dadurch profitieren oder so. Keinen Streik zu haben, die Bahn vielleicht auch, automatisch fahrende Züge. Aber das ist genau der Punkt, ne? Ich glaube, diese automatisch fahrende Züge, Akzeptanz von Robotern oder Akzeptanz von dieser Automatik einfach. In Deutschland gibt es noch eine U-Bahn-Linie, die automatisch fährt, ne? In Nürnberg, die U3, glaube ich, ist das oder so. In Frankreich hast du, in Paris hast du, glaube ich, schon zwei Linien, die automatisch durch die Gegend heizen. Was wenige wissen ist, dass ICEs eigentlich auch automatisch fahren. Da sitzt nur noch irgendwie ein Mensch drin, damit es halt so aussieht, als wenn es sicher sei. Ja, weil Menschen kann man ja mehr vertrauen. Das ist ja auch der Pedal, dass der Zug nicht stehen bleibt. Das ist aber keine Frage von den Robotern, also im Sinne von Aktoren, sondern zu erkennen, ob der Zug
Zug da jetzt fahren darf oder nicht. In der französischen U-Bahn ist es zum Teil auch so, dass der Mensch nicht mehr auf die Gleise kann, weil er an den Haltestellen Plexiglas ist. Genau. Ja. Nur aufgehen, wenn man wirklich ein bisschen frei kann. Das ist halt in Deutschland mit 5 Sternen schlecht zu realisieren. Und wenn dann wirklich jemand vor dem Zug wirkt, dann dürfte der Roboter den ja auf keinen Fall überfahren können dürfen, nach einem Roboter-Impuls. Richtig. Wenn ein Mensch macht und sagt, ich konnte nicht mehr bremsen, dann ist das schon wieder. Ja, wobei, sind ja eigentlich auch eher Automaten, glaube ich, ne? So ja, selbstfahrende Züge, ist eher so Automatentechnik. Ja. Ja, für die Passagiere aus dem Zug, der mit dem Dunkeltunnel liegen geblieben ist. Ist auch so eine Sache. Ja, und die Feuerwehr. Jetzt haben wir 2 Fragen da hinten. Wer war als erstes von euch? Ja, also ich war nicht von Anfang an da. Ich weiß nicht, ob vielleicht schon was dazu gesagt wird, aber wie ist da die Unterscheidung? Also, was ist Roboter oder wo sagen wir Maschine? Also, Kraftvollautomatik. Gibt es verschiedene Definitionen, das hatte ich am Anfang gesagt. Also, es gibt deutsche Industrieroboter-Definition, es gibt eine nach VDI-Richtlinie, es gibt eine ISO-Richtlinie, die auch aussagt, was Industrieroboter sind. Und da gibt es japanische Roboterklassen auch, das ist nochmal unterschiedlich. Also es gibt Unterschiede dabei, ja. Wenn wir Roboter vor allem für zivile Arbeit einsetzen und das, was eigentlich kein Mensch machen will, und wir werden da fortschrittlich, gäbe es dann so eine Gefahr eines neuen Sklaventums? Gefahr des? Eines neuen Sklaventums. Du meinst Roboter als Sklave oder dass wir die Roboter als Sklave halten? Brauchen die dann ab dem gewissen Punkt auch Rechte? Sie haben doch kein Bewusstsein, warum brauchen die da Rechte? Das ist die Roboterethik, genau. Man weiß ja nicht, wie das funktioniert. Wie viele Rechte brauchst du denn passen, dass er hat? Ja, oder den Hühnern sind ja so. Nee, das ist eine interessante Frage. Das ist auch genau die Frage der Roboterethik. So, brauchen Roboter Rechte? Ab wann brauchen sie Rechte? Intelligente Roboter? Es gibt tatsächlich auch kaum Fälle in der menschlichen Gesellschaft, in der sowas überhaupt passiert, und das passiert dann auch immer noch über Proxys. Dass überhaupt jemand in etwas, das keine Hilfe einfordert, keine Hilfe einfordert. Aber ist die Argumentation unsinnig, ich bin natürlich auch keine Rechte einfordern, aber wir sollten ja nicht alles einfordern. Ja, für Hühner werden aber von anderen Rechte eingefordert. Und der zweite Punkt ist, dass wenn wir tatsächlich einen Roboter hätten, der überhaupt das Bedürfnis für Rechte hat, über hinreichend Bewusstsein verfügt, damit er sich Rechte wünscht und es überhaupt spürt, wie er behandelt wird, hätte er wahrscheinlich auch keinen Mund oder einen Weg, sich zu kommunizieren. Ich bezweifle, dass wir einen Roboter bauen werden, der zwar intelligent genug ist, um vor einem Gericht zu ziehen, allerdings keinen Mund hat. Außer wir bauen es natürlich genau als Stück in einem Sinne. Oder ein Roboter, der den Mund von einem anderen Roboter gebaut, der keinen Mund hatte. Der dann trotzdem ein Bewusstsein. Ja, die Hauptfrage ist eigentlich so, was definieren wir überhaupt als Bewusstsein? Haben Roboter nicht schon dadurch ein Bewusstsein, dass sie die 3 Rechte, also die 3 Regeln, the 3 Laws einhalten? Ist da auch schon Bewusstsein? Ich lasse die Frage offen an der Stelle und werde euch erstmal aus diesem Raum erlösen, würde ich sagen.